Jeder ist davon zu 100% überzeugt, dass wir am Freitag 3 Punkte mit nach Nauen bringen. Herzlich willkommen mit dem Pressegespräch vor dem letzten Punktspielwochenende mit dem Auswärtsspiel gegen die Lausitzer Füchse und dem Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars. Zu meiner Linken wie immer unser Cheftrainer Petri Kujala, zu meiner Rechten unser Kapitän Patrick Strauch. Ja, Petri, 51., 52. Spieltag, Auswärtsspiel in Weißwasser, Heimspiel gegen Ravensburg. Was sagst du zu den beiden Gegnern? Tja, da gibt es nicht viel zu sagen zu den Gegnern. Es ist das Eingetreten, was wir ganze Saison schon sagen, dass es geht bis zum Ende eng zu. Wir sind froh, dass wir immer noch, natürlich mit Hilfe von Frankfurt, letzte Wochenende alles in eigene Hände haben und werden uns gut vorbereiten auf Weißwasser fahren, konzentrieren uns erst nur auf Weißwasser und dann schauen am Samstag, Sonntag erst auf Ravensburg und wir müssen erst dann am Freitag unsere Aufgabe in Weißwasser erledigen und das werden wir auch tun. Patrick, was überzeugt dich, dass wir in Weißwasser gewinnen? Was mich überzeugt ist, dass die Mannschaft zusammenhält, dass wir einen geschlossenen Teamgeist haben, dass wir die ganze Saison über hart gearbeitet haben und dass jeder Einzelne jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt hat die Woche im Training und jeder ist davon zu 100% überzeugt, dass wir am Freitag 3 Punkte mit nach Nauen bringen. Patrick, du als Kapitän, wie kannst du da noch einwirken auf die Mannschaft? Du sagst, das positive Stimmung ist schon da, aber siehst du da noch irgendwie eine Aufgabe von dir, da noch mehr auf die Leute zuzugehen oder die mitzureißen oder zu begeistern? Ja, ich sag mal, meine Aufgabe auch als Kapitän und als älterer Spieler ist natürlich, gerade wenn Spieler noch Fragen haben oder irgendwas wissen wollen oder vielleicht ein bisschen nervös sind, die da nochmal zu unterstützen in Einzelgesprächen. Aber ich denke mal, jetzt eine Zeit, auch angebrochen, wer jetzt nicht weiß, um was es geht, denke ich, der ist auch fehl am Platz. Ne? Woran machst du das fest, dass ihr diese Woche noch härter gearbeitet habt? Man hat es gemerkt, jeder war konzentriert im Training von Anfang an. Es hat man gemerkt, wo die Jungs am Dienstag in die Kabine gekommen sind. Wir waren selber mit dem Wochenende nicht zufrieden gewesen und uns war klar, dass wir eine Reaktion zeigen müssen und die werden wir zeigen und am Freitag werden wir definitiv gewinnen. Aber ein Sieg mit 3 Punkten wahrscheinlich, wenn ich es durchschnitt. Zu 100%. Welche Schlüsse kann man aus den ersten 3 Spielen gegen Weißwasser ziehen? Wo siehst du denn ihre Stärken oder Schwächen? Ja, ich sag mal, ganz klar in der Offensive. Ne? Also Weißwasser hat sehr, sehr gutes Potenzial in der Offensive. Das erste Spiel in Weißwasser haben wir eigentlich bis, glaube ich, die letzten 3 Minuten offen gestaltet. Da stand es 2-2. Da haben wir einen unglücklichen Treffer bekommen. So, zu Hause das erste Spiel war ein ausgeglichenes Spiel. Da haben sie ein gutes Auswärtsspiel gemacht hier bei uns. Das letzte Heimspiel, denke ich, haben wir sie über 60 Minuten dominiert und waren klar die bessere Mannschaft. So, und jetzt müssen wir schauen. Das Spiel geht bei 0 los. Die Chancen stehen 50-50. So, es werden Kleinigkeiten entscheiden. Die Tagesform wird entscheiden, denke ich. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir die 3 Punkte mit nach Bad Nauheim bringen. Wie sehr fehlt euch der Trupp Harris, sowohl als Defensiver als auch vorne als Überzahl Torschütze? Also der Trupp Harris wird am Wochenende spielen. Wird spielen. Und wie sehr hat er euch dann gefehlt? Also war das richtig? Man hat das schon gemerkt, in der Abwehr und am Aufbau, wo gefehlt hat das Spiel? Oder siehst du das? Definitiv. Ich meine, das ist ein Kontingentspieler. Es ist unser Nummer 1 und 2 Verteidiger und klar, der uns gefehlt. In allen Belangen, definitiv. Habt ihr irgendwas anders gemacht jetzt im Vorfeld zu Lausitz? So nochmal zusammengesetzt in der Mannschaft oder sagt ihr, nee, normales Spiel, wir wollen bewusst nichts ändern? Nee, wie gesagt, es ist kein normales Spiel. Ich meine, es geht um sehr viel. Ich glaube, es will jeder nicht in die Abstiegsrunde. So und klar, es ist ein anderes Spiel, jeder ist ein bisschen angespannter über die Woche, aber jetzt allzu viel haben wir jetzt auch nicht verändert. Klar, man hat es zusammengesetzt, ein bisschen geredet, im Training nochmal Sachen durchgegangen, wir haben Videoanalysen gemacht, aber jetzt alles auf den Kopf zu stellen, denke ich, das wäre auch schwachsinnig. Ne? Patrick, ihr habt seit Wochen in eurem Sturm mehr oder weniger Ladehemmung gehabt. Ladehemmung, ich sag mal so, wir mussten uns eigentlich immer mehr oder weniger auf ein oder zwei Reihen verlassen.
So, es ist natürlich besser, wenn alle drei Reihen Tore schießen. Das ist halt diese Saison leider nicht der Fall, aber wir versuchen es zu kompensieren. Und wie gesagt, wir haben eine gute Ausgangsposition, was der Daniel vorher gesagt hat. Wir haben das entscheidende Spiel, alles in eigener Hand. Und so werden wir das Spiel angehen, dass wir das gewinnen. Hoffst du, dass der Klon bei dir noch Platz in den Tore schießen? Dieses Saison hast du ja letztes Jahr sehr gut gespielt und dieses Jahr, was ist los? Erstens, ich glaube, ich habe letzte Saison 6 Tore geschossen, diese Saison habe ich 6 Tore. Ich meine, die Durchstrecke hält schon ein bisschen an, aber Tore, denke ich, sind für mich persönlich nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich für die Mannschaft arbeite und gerade auch, ich denke, auch in Überzahl haben auch andere Leute Tore geschossen, weil ich im Torwart die Sicht genommen habe, das ist meine Aufgabe. Und allgemein Punkte, persönliche Punkte sind mir eigentlich zweitrangig. Gut, dann wünschen wir allen Fans viel Spaß. Die Mannschaft will die Playoffs erreichen, unterstützt uns am Sonntag beim Heimspiel gegen Ravensburg, nachdem wir einen Auswärtssieg aus Weißwasser mit nach Hause gebracht haben. Danke und auf Wiedersehen.